RCT Radio Comedy, The Better Way of Blödsinn. Mensch, bin ich froh, dass ich dem Mord nicht hinterhergerannt bin. Pa, ich bin schon schlaues Kerlchen, aber die Bedienung hier ist auch nicht die schnellste. Wir kommen gleich, außerdem haben wir ja noch die Überraschung. Überraschung? Überraschung? Ich bin mal gespannt, was die sich haben einfallen lassen. Ach ja, lass dich überraschen. Lenny, du glaubst nicht, was da draußen los ist, Alter. Ja komm, setz dich erstmal hin. Mord, Mensch, sonst gibst du mir noch um. Blut ist im Boden voll. Ja, du Vampir, Lenny, du, das könnte dir so passen. Bluten und dann zack, hängst du an meiner Kehle, Alter. Das kannst du aber mal locker knicken. Ich hier blute, ist Ostern. Bleib locker, Mord. Wie kommst du denn drauf, dass ich dein Blut saufen will? Obwohl, du hast ja gestern viel Jägermeister getrunken. Im Zug, wa? Ja, dein Blut müsste so einen Gehalt haben von 10,9. Oh ja, gut, wenn ich mir das so überlege. Ach nee, wie kommst du auf so einen Mist? Wie, bist du kein Vampir? Haben sie dich nicht gebissen? Nee, seh ich aus, als wenn ich vampirisiert bin? Hab ich Blutsporn am Hals oder was? Tja, ein wenig schaust du schon grau aus im Gesicht. Dir fehlt die natürliche Farbe und woher soll ich denn sehen, dass dich wer gebissen hat, ha? Erstens habe ich seit heute Morgen keinen Schluck mehr bekommen. Da ist es doch kein Wunder, dass meine Farbe verschwindet. Und zweitens, wenn ich ein Vampir wäre, würde ich nur nicht hier hocken und mit dir labern. Ich würde dich doch aussaugen. Stimmt, da hast du recht. Okay, du bist also kein Vampir, aber da draußen, Alter, Werwölfe, Riesentiere, sowas hast du noch nicht gesehen. Okay, ich ja auch nicht. Ich bin 5 Minuten gelaufen, dreh mich um und zack, kommt so ein dickes Ding. Also Mord, ich meine, die Leute können auch nicht dafür, dass die so dick sind. Kannst du auch mal ein wenig Rücksicht nehmen auf die Dicken und die nicht als Ding bezeichnen. Also wirklich, ne? Aber erzähl mal weiter. Nee, ich meine doch mit dicken Dingen nicht Menschen, sondern diese Werwölfe da. Na egal, ich habe mir dann überlegt, was besser ist. Sich von Vampiren beißen lassen oder dort sich von Werwölfen zerfleischen lassen. Da fiel dir die Entscheidung aber leicht. Ich meine, was hast du davon, wenn dich ein Wolf zerfleicht, ne? Da darfst du sicher lieber ein Vampir werden, da kannst du wenigstens noch Blutwein trinken, ne? Und ein bisschen durch die Gegend geistern, ne? Ganz genau, Alter, so war mein Plan. Tja, und nun sagst du, dass es hier keine Vampire gibt, die hier keinen beißen, Alter, und da draußen sind Werwölfe. Schöne Scheiße, mein Plan ist fehlgeschlagen. Ja, so ist das eben. Die hier sind genauso wenig Vampire, wie du der Präsident der Vereinigten Staaten bist, Mord. Die Kellnerin meinte, sie wurde informiert von unserem Veranstalter. Ja, und wir bekommen ein Essen gratis plus eine Überraschung. Das ist doch geil, oder? Ach, irgendwo klingt das ja auch voll logisch. Und Hunger hab ich auch. Hier ihr Bier und die Überraschung. Von wegen, umsonst. Hey Lenny, schau dir mal die Kellnertante an. Ihre Vampirklamotten und die spitzen Zähne. Von wegen, keine Vampire. Ach du Scheiße, los Mord. Lauf, wir hauen hier ab. Ich schnapp mir schnell die Bierflasche. Und dann geht es los, ab zum Bahnhof. Los, schnell jetzt. Ganz genau, Alter, ganz genau. Auf zum Bahnhof. Also echt, immer diese Touristen. Dann plampern an der Halloween-Party und dann bekommen die Schiss. Immer dasselbe. Ich glaube, wir sollten das nächste Mal auf die Halloween-Party verzichten.